Roland, du bist letztes Mal zum ersten Mal beim Gipfel gewesen oder schon öfter? Na, zum ersten Mal. Zum ersten Mal. Du bist mal wieder hier und das war dir auch ein Anliegen, wieder zu kommen. Also beim letzten Mal war es wirklich der Kick zur richtigen Zeit. Wir arbeiten seit 4 Jahren am Projekt Demografischer Wandel und wir wussten, dass Führung ein ganz zentrales Thema ist. Und ich habe mir beim letzten Mal noch so viele Themen hier abgeholt und wir haben die weiter bearbeitet. Und daraus ist unter anderem auch resultiert, dass wir jetzt mittlerweile einen hauptamtlichen Demografiebeauftragten in der Behörde haben und noch über das Projekt hinaus auch noch ein Demografie-Team haben werden. Und das ist ein wesentliches Ergebnis. Die Arbeit hier in den Arbeitsgruppen. Zum Besten, es muss nachher noch Motoren geben, die fahren hochhalten. Ja. Das heißt, du trägst auch diesmal vor, weil es dem Bedürfnis ist, aus diesem Zug, der da entstanden ist, das auch den Kollegen nochmal mitzuteilen. Ja, ich habe beim letzten Mal mitgenommen, dass da an dem Erwartungschart für den nächsten Gipfel gestanden hat, wir möchten gerne mehr Führungskräfte und wir möchten gerne mehr Beispiele aus der Praxis. Und ich bin Führungskraft und ich kann aus der Praxis berichten. Von daher glaube ich, dass ich viel aus der Erfahrung so lernen durch Schmerz weitergeben kann, aber auch positive Momente. Gut, dann sind wir gespannt auf deinen Vortrag und hoffen, dass viele Kollegen da was von mitnehmen können.